Ein interessantes Gestaltungsmodell oder auch Einsatzmodell der pauschal dotierten Unterstützungskasse ist natürlich im Rahmen der Rentnerauslagerung. Nicht im Rahmen der Aktiven, das ist nicht interessant, steuerlich nicht interessant, aber im Rahmen der Rentnerauslagerung. Was passiert bei der Rentnerauslagerung? Die Rückstellung ist, erstmal in voller Höhe aufzulösen, handelsrechtlich in voller Höhe aufzulösen, letztendlich auch steuerrechtlich in voller Höhe aufzulösen. Und ich habe stattdessen eine Verbindlichkeit gegenüber der Unterstützungskasse. Also im ersten Schritt, ich ersetze praktisch Rückstellungen durch Verbindlichkeiten. In der Folge hat es einen ganz materiellen Unterschied. Stirbt der Anwärter, so kommt es oder so wäre es im Fall der Rückstellung dazu gekommen, dass sie die Rückstellung aufgelöst hätte und dass sofort eine Steuerzahlung ausgelöst worden wäre. Stirbt der Anwärter nach der Übertragung, nach der Auslage, hat es zur Folge, dass die Verbindlichkeiten unverändert bleiben. Das heißt, es kommt zu keiner Steuerzahlung. Das ist mal ein ganz wesentliches Moment. Es gibt noch einen zweiten Vorteil. Viele Unternehmen gehen auch her, lagern aktiver aus auf die Unterstützungskasse im Rahmen der Auslagerung. Was ist hier die Folge? Die Verbindlichkeiten, die bleiben. Verbindlichkeiten kommen in dem Fall ja gar nicht vor. Rückstellungen würde man auflösen, die Rückstellungsauflösung würde zu einem Ertrag führen und letztendlich auch zur Steuerzahlung, also wieder zu Liquiditätsabfluss neben den Renten. Wird das Geld in der Unterstützungskasse verwendet für die Rentenzahlung, reicht das Geld natürlich deutlich länger, um die Zahlungen zu erbringen. Das heißt, auch hier rein finanztechnisch deutlicher Vorteil. Neben den Auswirkungen in der Einkommensteuer, hier Bilanzsprungrisiko, Auflösungsrisiko oder einfach die steuerliche Situation und wie lange reicht letztlich die Rente, was zwei wesentliche Vorteile sind, kann ich das Ganze natürlich auch erbschaftssteuerlich betrachten. Erbt ein Kind zum Beispiel die GmbH, vor der Auslagung der Anwärter stirbt sehr früh. Ich habe eine sehr hohe Rückstellung, die sich auflöst. Dann habe ich ein sehr hohes Kapital oder auch sehr hohen Gewinn, der im Prinzip zu einer wertvollen GmbH führt, letztendlich dann auch zu einer Erbschaftssteuerzahlung. Das Ganze einen Moment später. Ich habe das Ganze auf der Unterstützungskasse ausgelagert. Habe alles übertragen, das heißt, ich habe in der GmbH weder mehr große Aktiva noch große Passiva. Heißt, die GmbH, die im Todesfall geerbt wird, ist deutlich weniger wert. Wenn auf der anderen Seite die Unterstützungskasse dann ein Jahr, zwei Jahre, wann auch immer, später die Dotierungen zurückbezahlt bzw. überdotiert ist, freies Kassenvermögen hat und das an das Trägerunternehmen zurückgewährt, auch zurückgewähren kann, weil sie als Gänze überdotiert ist, das ist ja letztendlich die Voraussetzung, das überhaupt tun zu können, dann hat die GmbH ein Jahr, zwei Jahre später einen Gewinn. Der kann zu keiner Erbschaftssteuer mehr führen, weil die GmbH hat keinen Anspruch. Die hat keinen Rückzahlungsanspruch in erster Linie. Es kann nämlich rückgezahlt werden, es können nämlich Überdotierungen beseitigt werden, aber es entsteht kein Anspruch. Und von daher würden sich natürlich auch Vorteile bei der Erbschaftssteuer ergeben können. Die großen Vorteile, die liegen in der Einkommensteuer, die einkommensteuerliche Situation, die steuerliche Situation, körperschaftsteuerliche Situation insgesamt, die macht das Ganze so interessant.